Schwarz hören. Moosmutzel und Waldwuffel. Genau. Und Agarknack. Moni, Erhard, Lakomi. Das sind Namen, die kennt jetzt inzwischen jeder, oder? Naja, inzwischen sind es 4 Generationen, die im Saal sitzen. Dann frage ich ja auch immer, ob es den Kindern gefallen hat. Und dann frage ich, und was ist mit meiner Generation, so 40 plus? Da kommt ein Riesenaufschrei. Und dann bedanke ich mich bei denen, die das immer weitergegeben haben. Und das ist was ganz Wichtiges, weil die Leute haben ja erst nach und nach begriffen, dass dieser wunderbare Reinhard Lakomi, also das ist wirklich ein Genie, muss ich sagen, mein Schnuppelchen, ein Sausebraus und so weiter, aber er hat die Texte ja nicht geschrieben. Das hat Monika Erhardt geschrieben. Aber wer war denn bei Mozart der Librettist, ne? Das fragt man ja nie, ne? Und es hat lange gedauert, bis die Leute begriffen haben, ich bin ja noch da. Inzwischen ist es der 12. Sommer ohne ihn. 2013 und gestorben. 2013 im März ist er umgezogen auf seine Wolke. Ja. Und ich musste sofort an die Front. So, Moni, jetzt sprudelt es schon wahnsinnig. Lass uns mal kurz sortieren. Also wir reden über den Traumzauberbaum. Wir reden über so etwas wie ein Universum. Und wir reden darüber, dass du mitnichten nur am Schluss auf die Bühne gehst, weil als wir telefoniert haben und den Termin ausgemacht haben, da hast du gesagt, ja, ich muss mich schnell noch schminken, ich gehe auf die Bühne, ich bin gleich der Pinguin. Ja. Weißt du noch? Ja, das macht großen Spaß. In einem Stück muss eigentlich Moosmutzel sie umziehen. Und dann machen wir mit den Kindern irgendwas, um die Zeit kurz zu überbrücken. Wenn ich dabei bin, sage ich, komm, ich steige in das Kostüm, das kann ich auch machen. Und bist dann, du der Pinguin? Dann ist es 3 Minuten kürzer, ja. Also du bist einfach ein Filou, du machst alles, du kannst alles, scheint mir. Du bist eine gelernte Maurerin. Ja. Wir sitzen hier in deinem Haus und du hast gesagt, die Wand habe ich hochgezogen, jene Wand habe ich hochgezogen. Ja, das war so aus DDR-Zeiten, weißt du, da mussten doch die Intellektuellen, die zukünftigen Intellektuellen, erstmal einen richtigen Handwerkerberuf erlernen, damit sie auch später so den Kontakt zur werktätigen Bevölkerung, du weißt schon, was ich meine. Das klingt heute komisch, und ich wünschte, das wäre heute auch noch so bei unseren Bundestagsabgeordneten, dass die erstmal wissen, was eigentlich so draußen los ist. Ne? Und es war ja niemals die Absicht, dass ich Maurer bleiben würde. Warum gerade Maurer? Ich meine, das ist doch nun wirklich ein sehr typischer Männerberuf. Ich wollte eigentlich Tischler. Aber bei ich bin ja Erhard, da waren die Tischler schon weg. Und dann habe ich da gerufen, mach ich Maurer. Und du hast es richtig gelernt, richtig ja, fertig? Ja, du zwar ordentlich. Von Graben ausheben fürs Fundament, also Wiese mähen, Graben ausheben. Wie muss ein Fundament aussehen? Und zu meiner Prüfung habe ich einen 4-zügigen Schornstein gemauert. Der Wahnsinn. Ja. Aber du hast nie als Maurerin gearbeitet, oder doch? Nee, aus Spaß. Ja. Bei meiner Kaderabteilung, die konnte ich gut leiten und die hat eine Mauer gebraucht. Da habe ich eine Gartenmauer hochgezogen. Das habe ich schon gemacht. Dann kam ich an mit einem weißen Mäntelchen und Pumps, weißt du, und Hütchen. Und hatte gesagt, ich brauche aber 2 Hocker. Ne? Und dann sagte sie, da kommt mein Maurer. Du, die beten mal am nächsten Tag krank. Ich habe losgelegt, die kamen nicht mehr nach. Der Wahnsinn. Aber das ist ja nur nicht, das hätte ich doch nicht ein Leben lang gemacht. Ja, weil du bist ja dann auch noch eine richtig studierte, ausgebildete Tänzerin geworden. Ja, also Architektur, da war ich auch so blöde Mathe, denn doch lieber klassisches Ballett, weißt du? Und niemals zu fett fürs Ballett, um mal Ulla Meinecke zu zitieren. Du hast noch heute eine Figur, da kann ich nur sagen, Mama Mia. Ja, du, das ist auch ein bisschen drauf achten, ne? Also, ja, aber man muss auch erstmal die Anlage ist so ist haben. Es ist teuer, wenn man dicker wird, du brauchst neue Klamotten. Da achte ich immer drauf, dass ich möglichst noch die alten passe, weißt du? Es ist einfach super. Ich bin mal Leistungsschwimmerin gewesen, das heißt, meine Konstitution ist das Gegenteil von deiner gewissermaßen, aber du hast schon recht, drauf achten ist wahnsinnig wichtig. Bist du so ein disziplinierter Mensch? Nee, eigentlich nicht. In dem Beruf hast du natürlich Disziplin gelernt. Als Tänzerin musst du. Du hast nicht jeden Tag Lust, in diesen scheiß Ballettsaal zu gehen. Und wenn du nicht hinterher halb tot rumfällst, hast du nichts gemacht. Das heißt, du hast im Kopf den Willen, du musst. Und da ist der Kopf manchmal stärker als der Körper. Und da muss man aufpassen. Aber dieser Beruf, der klingt nur schön, Tänzerin. Du musst die Muskulatur immer zu ansprechen, damit dir nichts wehtut. Ne? Also das heißt, da bist du schon gezwungen, was zu machen. Und bei der Gelegenheit hast du natürlich auch Muskelaufbau und kannst mehr essen. Ja, ne? Ja. Scheint mir von Essen gar nicht die Rede sein zu können, oder? Naja, du, das war, je dünner, desto schöner. Aber das ist heute, glaube ich, auch nicht mehr so. Also es gibt ja Ernährungsprogramme, da wird genau ausgerechnet. Das haben wir nie gemacht. Wir hatten ja in der Ballettschule, da wurden wir voll versorgt.
Und das war auch oft eine Veranlagung. Ne? Ich habe einfach Glück gehabt, auch genetisch. Ne? Ja. Und machst du heute noch Sport? Ich gehe zum Reha-Sport. Da wird jeder Muskel angesprochen, weißt du, und dann hast du nach einer Stunde, bist du wunderbar. Ich kann natürlich mehr als alle anderen da machen. Mhm. Und dann habe ich ja hier einen großen Garten und nebenan, also hier auf meinem Grundstück wohnt eine, die ist Fitnesstrainerin. Und dann heute Bootcamp, 7:30. Okay, wir kommen, ja. Morgens 7:30. Nee, dann nicht. Da wissen die ganz genau. Ich bin Nachtarbeiter und vor 10 kann man mich auch nicht anrufen. Ich bin Nachtarbeiter, sagst du. Das ist ganz typisch Osten, sage ich mal, weil wir Ostmenschen haben ja nie die weibliche Form verwendet. Ich bin Maurer, ich bin Nachtarbeiter. Ja, das ist doch sowas von egal. Man weiß es doch. Das ist so selbstverständlich. Okay, ja, ist so eine formelle Sache, ja. Ich sehe das zwar ein, dass man Maurerin sagt, aber das klingt so doof, finde ich. Ja, da muss man sich ganz schön anstrengen, dass man es auch rauskriegt. Ja, ne? Und Nachtarbeiterin, eine gute Arbeiterin. Ich gehe davon aus, dass jeder weiß, wenn ich als Frau spreche und von diesem Beruf, dass du eine bist, den Beruf als solchen nenne, dass man das auch dann von selber doch mal nachdenkt. Moni, mit Verlaub, du bist 76. Warum Arbeiterin? Geht gar nicht anders, oder? Ja, ich arbeite gerne, wenn alles ruhig ist. Also ich meine... Nicht ja überhaupt arbeiten, meine ich. Ohne könnte ich nicht. Geht nicht, ne? Das geht, ich kann noch nicht am Strand liegen. So, ich gebe meine 2 Stunden gerne, ja. Aber so, ich stelle mir es ganz furchtbar vor, in Urlaub zu fahren oder mein Rechner. Geht gar nicht. Mhm. Ne? Also ich muss immer was schreiben, immer was denken oder immer, selbst lesen ist eine Sache, die ich mir gönnen muss, von der Zeit her. Und so ging es ja auch wirklich dann mal los. Du bist mit Reinhard Lacomi 35 Jahre lang verheiratet gewesen, hast 35 Jahre zusammen mit ihm gearbeitet und trägst jetzt quasi alles weiter, was ihr zusammen gemacht habt, eben mit dem Traumzauberbaum-Universum, so könnte man es vielleicht sagen. Ja, da hast du recht, ja. Ist ein Universum geworden inzwischen, ja. Der Traumzauber war ja eigentlich schon die zweite LP. Ne, davor war ja dieses Geschichtenlieder mit Regentropfen Paula Platsch. Und Traumzauber ist unser bedeutendstes Werk geworden, das bekannteste, obwohl ich Wolkenstein viel schöner finde. Aha. Ja, da von der Schule in Pankow heißt die Wolkenstein-Grundschule, weil das einen so pädagogischen Tiefgang hat, den habe ich nie beabsichtigt, der ist einfach drin. Ne? Also, und der steht auf jedem Schulheftchen dort, von innen kommt die Heldenkraft. Also du kannst nicht auf die Muckis ankommen, sondern auf Herz und Seele und Verstand. Und daraus ist eine schöne Geschichte geworden. Ich glaube, das ist auch eine Sache, wo ich meinem Schöpfer dankbar bin. Das ist ja eine Begabung. Schreiben ist eine Begabung. Man lernt zwar Schreiben durch Schreiben, aber da meint man eher den dramaturgischen Aufbau und dergleichen. Ne? Ich habe als Kind schon geschrieben. Gelesen wahnsinnig viel als Kind schon. Die Edda-Sage gelesen. Und dann meine Kindheit im Thüringer Wald. Und da ist irgendwann später eben der Traumzauberbaum daraus entstanden. So fing das eigentlich an mit dem Universum. Mhm. Und der Urknall von diesem Universum, der war halt im Wald. Ich habe also mit den Kieseln aus dem Bächlein und die Tannenzapfen und ich habe Mooshäuschen gebaut für die Waldgeister. Das war alles so ein lebendiges Rollenspiel. Und da muss es dann auch Moosmutzel geben. Ja, also du hast ja auch so lebendige Namen. So. Na, du kommst auch aus Thüringen. Ja. Du kennst vielleicht vom Moos ja diese kleinen weißen Blüten darauf. Das sind diese ganz, und den nannten wir Mutzelchen. Ah. Das waren die Mutzeln auf der, so, und deswegen hat Mutzeln einen weißen Sternenkragen, wie die weißen Sternenblüten. Also voll aus dem Leben gegriffen sozusagen. Ja, ich habe eigentlich nur aufgeschrieben, was ich erlebt habe. Aber ist das eigentlich als einfach? Naja, ich komme ja aus Erfurt, aus der Stadt, und insofern ist mir das nicht ganz so nah. Aber wir sind beide Thüringerinnen, das verbindet natürlich schon mal, das ist schon klar. Also, das ist eine Geschichte, diese Traumzauberbaum oder wie du sagst, Traumzaubi. Das sagen die Kinder. Das sind Kinder toll, gelernt. Ja. Die Kinder lernen das Traumzaubi. Zaubi, und das ist wunderbar. Etwas, wo du merkst, sie mögen es. Ja. Und die ist inzwischen wirklich so verbreitet, dass man sie auch im Westen kennt? Ja, es ist Kulturgut inzwischen. Aber es ist wie mit vielen Dingen, die aus dem Osten kommen, dass der Westen, die können ja nicht aufhören zu siegen. Und die wissen ja auch mal das besser. Und dann sagen die, ist das nicht sowas aus dem Osten mit so einem Unterton, wo ich denke, ihr seid so blöd. Wenn ihr das nicht wollt, dann lasst es doch. Das sind ja eure Kinder, die das nicht mitkriegen. Ne? Aber wenn wir mal dann doch mal die Gelegenheit hatten, aufzutreten in Düsseldorf oder in Hamburg, Kinder sind Kinder. Die nehmen es ganz genauso an. Ich war, also überhaupt nicht wissen, was da auf mich zukommt, in Tirschenreuth, das ist in der Nähe von Bayreuth. Und die hatten dort ewig angefragt, ob sie den Traumzauberbaum in ihrem eingetragenen Verein modernes Theater spielen können, also ein Theater. Ich habe sie noch nie ein Theater gegeben, würde ich auch nicht wollen, weil das spielen wir ja selber. Aber ich war dann doch sehr gespannt, weil es ein Jugendtheater ist. Mhm. Und ich war dort
ein großer Saal, 600 Leute. Es waren alle drei Bürgermeister und der Landrat, alle begrüßten mich. Ich fühlte mich derartig geehrt, ich wusste gar nicht, was geht denn hier los. Und dann haben die den Traumzauberbaum ohne Musik. Die Musik lief im Hintergrund und die Texte wurden gesprochen, aber nicht aufgesagt, sondern gespielt. Du, das war sowas von poetisch. Ich habe meine Texte noch nie auf der Bühne gehört, dass die Musik nur als Hintergrund, als Bühnenmusik läuft und da vorne das gespielt wird mit tollen Kostümen. Also so viel Aufwand. Der ganze Ort hat mitgeholfen mit freiwilliger Arbeit. Alle waren an diesem Stück interessiert. Du, da kommst du dann dahin und denkst, na ja, mal gucken, was sie im Westen draus machen. Ich bin da auch nicht sehr verwöhnt, muss ich sagen. Ne? Aber was ich da gesehen habe, das war unglaublich und das war die neue Dimension von Traumzauberbaum. Und nur so, glaube ich, lebt auch ein Stück weiter, indem es sich dauernd neu erfindet. Wann war das? Im April. Gerade ganz aktuell. Ja. Und da war ich wirklich geflasht, muss ich dir sagen. Und am nächsten, da kriegte ich noch eine Stadtführung von der Gattin des Bürgermeisters, des ersten Bürgermeisters, bitteschön. Und kriegte die ganze Geschichte der Stadt auch noch vorgeführt mit zwei Schauspielern, den großen Brand der Stadt vorgeführt. Du, ich weiß noch, es war sowas von scheißkalt. Aber ich habe gern gefroren, sage ich dir. Es war sowas von liebevoll, alle liefen mit. Und ich dachte, bist du denn wirklich schon so alt, dass dir so eine Ehre entgegenkommt? Nein, die Ehre galt meinem Werk. Und das ist auch was Neues für mich. Was ich immer so selbstverständlich finde, das kriegte ich dort mal so wunderbar serviert, wie ich es noch nie erlebt habe. Und wenn ich jetzt einen großen Sprung machen darf, ich habe jetzt das gleiche erlebt in Havanna. Es gibt den Traumzauberbaum jetzt auf Spanisch. Ja, das habe ich mir wahrgenommen. Der heißt El Árbol de Sueños Mágicos, der Baum der Zauberträume. Und als wir die Produktion gemacht haben, das haben wir in Santa Clara gemacht, also im November 23 und jetzt im Februar 24 war ich auf der Buchmesse in Havanna, auf der internationalen. Und ich bin da so bekannt, sage ich dir. Ich bin aber völlig verblüfft und ich kann nicht richtig gut Spanisch. Immer nur so ein bisschen. Da sage ich lieber nichts, weil ich bin so ein Perfektionist. Aber der Name eben klang sehr Spanisch. Ja, also. Und da habe ich erlebt, dass dort jetzt die erste Generation damit anfängt. Sie sitzen genauso da wie unsere Kinder mit großen Augen und hören zu und benutzen es sofort und übernehmen es in ihre Schulinszenierung oder spielen damit. Und da denke ich, wenn das jetzt so weitergeht, ja, es gibt ja viele spanischsprachige Länder, das sind irgendwann unsere Brüder und Schwestern aus den westlichen Bundesländern im Nachtreffen, wenn die werden es dann von dort kriegen. Das ist wenn toll. Es dann, wenn es dann von dort kommt, dann begreifen sie es vielleicht, ja. Du hast ja gesagt, in einem Zeitungsartikel las ich, im Westen singen sie noch nicht alle Lieder mit, aber das wird schon noch. Ja, das stimmt. In den alten Bundesländern gibt es inzwischen mehr Schulinszenierungen als in den neuen Bundesländern. Weil das ist die Avantgarde, die dann mal vor der Wende abhaute an Lehrerinnen. Und jetzt auch nach der Wende sind ja viele, einfach wahrscheinlich, weil es besser bezahlt wurde, sag ich mal ganz salopp, oder durch die Liebe. Und die bringen das mit in die Schulen. Und dort gab es ja sowas, nicht so direkt Schulinszenierung. Oh, das stimmt nicht. Die erste Schulinszenierung, Traumzauberbaum, war 1983 in Aurich im Ostfriesland. Eine Musikschule, zusammen mit einer Grundschule. Und das war ein tolles Modell, finde ich. Ne? Denn da braucht man in der Musikschule keinen Tachtor auf eine Tür zu machen, weil die Kinder kommen in Berührung auf eine ganz normale Weise. Ne? Und sag mal, wird der Traumzauberbaum immer weiter geschrieben? Bist du da immer weiter am Schreiben oder sind das so feststehende Geschichten? Ja, weißt du, das war eigentlich für mich erstmal ganz doof. Ich wollte den immer als Solitär stehen lassen. Diese Geschichte, der Traumzauberbaum, ein Solitär. Und dann kam die Plattenfirma und da habe ich dann 20 Jahre später den Traumzauberbaum 2 geschrieben. Das war Aga Knack, die wilde Traumlaus. Und die ist seit 2000 quasi in der Welt. Also 1980, da war der Klassiker, sage ich immer, Traumzauberbaum. Und 2020 kam dann Nummer 2. Und dann gab es die Nummer 3, das war dann Rosenhof, das Hochzeitspferd. Und dann gab es die Nummer 4, das war dann Kellerstaub rettet Weihnachten. Also das sind die Stücke, wo der Traumzauberbaum mitspielt. Bei den anderen, wie Mimmelet, ne, das waren ja ganz getrennte Geschichten. Aber auf der Bühne führe ich immer zusammen. Da ist immer der Traumzauberbaum hinten als ganze Rückseite. Und der hat riesen Augen, die gehen auf und zu, sieht ganz toll aus. Und das Licht macht natürlich viel aus. Der Traumzauberbaum ist die zentrale Figur in allen Bühnenstücken. Der 7. habe ich jetzt geschrieben nach Luckys Umzug.
Du hast vorhin schon gesagt, er ist auf die Wolke gezogen. Mhm. Das heißt, mit Tod und Sterben, mit diesen Begriffen zumindest, lebst du nicht so gern. Das ist nicht das Problem dabei. Nur mit Lucky lebe ich noch. Also das heißt, er ist hier im Haus und ich rede mit ihm. Ich gehe auch auf den Friedhof. Die Leute denken sich, ich habe eine Macke. Also schimpfst auch manchmal, habe ich gelesen. Also ich renne rum mit einer Gießkanne und rede mit dem Stein. Weißt du, schon ein bisschen merkwürdig, weißt du. Aber es ist wirklich so, ich meckere dann, sage ich, mein Gott, Schnuppelchen, du warst so eine verdammte Schlampe. Ich finde es nicht und ich komme nach Hause und finde es. Ach, also ich wundere mich auch nicht darüber. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, habe ich längst für mich angenommen. Das kann man nicht erklären, das kann man auch nicht beschreiben und schon gar nicht physikalisch ausloten. Es ist einfach da. Mhm. So wie ich zum Beispiel immer so lange gesagt habe, alle haben Eichhörnchen, bloß wir nicht. Ne? Und er war kaum unter der Erde, da sprang hier draußen ein Eichhörnchen vorm Fenster, schoss Kabolz im Schnee. Lucky starb ja in einem Jahr, dann nahm der Winter kein Ende. Und dachte ich, ja, Lucky ist ein Eichhörnchen. Und dann, als ich das Boot, unser großes, schönes Boot, das sollte ich verkaufen, ich denke gar nicht dran, da haben wir so viele schöne Sachen drauf geschrieben, nicht auf das Boot geschrieben, sondern auf dem Boot, ne, auf dem Boot geschrieben. Da rief er mich nachts an, ey, der Titel ist fertig, ne. Dann bin ich hier losgebraust an die Müritz. Und dieses Boot sollte ich verkaufen, ich denke gar nicht dran. Ich habe also das Boot behalten und musste es dann von der Müritz herunterführen. Und als wir hier am Werbelinsee ankamen und das Boot festmachten, da sprang ein Eichhörnchen rum am Ufer. Ob ich alles richtig mache? Mhm. Also für mich völlig klar. Ne? Mhm. Ja, Lucky ist ein Eichhörnchen. Ab und zu tauchte als solche diese Gestalt auf. Du redest jetzt so drüber, als wäre er wirklich da, aber er ist für dich offenbar auch da. Ja, du, ich habe oft solche Traueranfälle. Ja? Richtige, schlimme Traueranfälle, weil man in den Arm genommen wird, weißt du? Oder jemanden sagen können, guck mal, ist das nicht toll? Oder mit jemandem ein Glück teilen können. Mm. Das fehlt einem sehr, wenn man alleine lebt. Ich habe hier zwar in meinem Haus, in der Wohnung hier oben, da wohnt ja mein Moosmusselchen mit ihrem Mann und Tochter und italienischer Schwiegersohn wohnen auch hier. Wir sind eine wunderbare Blanky Gang. Ne? Aber dennoch bin ich ja hier alleine. Ne? Ja. Anderer Mann klappt nicht, habe ich einmal versucht, ging sowas von in die Apple, das geht ja nicht. Insofern, guck mal, hier die Stelle hier in der Küche, wo wir gerade sitzen, Da ist Lucky gestorben. Ne? Und ich konnte dieses Haus nicht verkaufen oder weggeben, wo wir zusammen gelebt haben. Ich habe dann die Fenster aufgemacht, als er gestorben war. Irgendwo ist er ja auch vorhanden. Und ich rede ja auch, vielleicht ist es immer ganz gut, weil man sich ja selber über irgendwas dann im Reinen ist, wenn man nicht weiß, wie mache ich denn das jetzt oder ist das eine gute Entscheidung oder nicht? Und braucht dann kompetenten Gesprächspartner. Ne? Und eigentlich ist es dann Lucky. Ne? Ja. 2021 hat er ja ein Ehrengrab, beziehungsweise ist sein Grab als Ehrengrab des Landes Berlin tituliert worden? Oder wie sagt man da? Ja, das gibt ja so, das sind so berühmte Persönlichkeiten. Ich bin sehr froh, weil Rio Reiser bekam es im gleichen Jahr. Mhm. Ne? Und die beiden kannten sich ja. Rio Reiser hat gesagt zu Herrn Lacomi, dass der Lucky sein Vorbild war, als er anfing zu singen. Und wir haben ihn mal kennengelernt in Rio Reiser, aber mehr ein Zufall. Wir hatten unseren kleinen VW-Bus, da konnte man Kaffee kochen. Das war gleich nach der Wende. Ich glaube, in der Wuhlheide, wo alle möglichen Leute sich wieder trafen auf der Bühne. Und Lucky auch, der hier ewig nicht gesungen hatte. Und da war draußen ein junger Mann mit seinen Eltern. Und die saßen da und froren. Und da haben wir gesagt, ach kommt rein, wir machen euch einen Kaffee. Und das ja auf dem Backstage-Bereich war, war es klar, die gehören dazu. Und ich stellte mich raus, das war Rio. Ja, so eine Zufälle waren das, ne? Ja, also ich sage immer, es gibt keine Zufälle. Wie denkst du darüber? Ich sage immer Fügungen. Ne? Genau. Es sind, ja, stimmt. Genau. Es sind immer Fügungen. Genau. Ja. Und Moni, du hattest mir in Vorbereitung dieses Podcasts einen wunderbaren Text von dir geschickt. Mittellage heißt der, wo du beschreibst so die letzte Zeit mit Lucky und wie ihr gemeinsam ausgesucht habt, an welcher Stelle er dann sozusagen in Richtung Wolke geht, wenn ich das mal so bezeichnen will. Sehr schön, ja. Und du hast da ja auch schon einen Platz, ne? Ich habe gekämpft an dem Platz. Der ist so groß, vielleicht so 50 Quadratmeter. Ne? So ein Fleck, da war nix. Und zwar hier in Blankenburg, hier in Berlin-Blankenburg. Ja. Denn Lucky hat mir gesagt, ey, auf den Dorotheenstädtchen will ich nicht, wo die Touristen rumlaufen. Und in Pankow gibt es so eine Künstlerecke. Ja. Da ist auch Becher beerdigt und noch so einige. Sagt er, ach, die kenne ich da alle nicht. Ich bin Blankenburger. Und dann bin ich hier auf dem Friedhof und sehe da, es war ein schöner, heller Friedhof. Da ist ein Weg durch, da fahren die Kinder zur Schule.
dieses Stück schon seit, das will ich haben. Habe also angerufen, Friedhofsamt, glaube ich, habe nicht mehr viel Zeit. In den nächsten Wochen muss das ja klar sein. Denn ich wusste, als ich mit Lucky und unserer Tochter in der Lungenklinik war, in dieser Uniklinik, und Lucky fragte, also wie lange noch? Und da sagten die ja, naja, so 4 Monate. Und der Arzt neben mir, der griff mir so hart an die Hand, da habe ich gewusst, das stimmt nicht, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und uns blieb seit diesem Todesurteil, das war ein Rosenmontag, blieben uns noch 6 Wochen. Und die sagte, ich glaube, ich habe nie so tief geliebt wie in diesen 6 Wochen. Wenn du weißt, jemand muss gehen und du hast keine Chance, du kannst nichts tun. Und Lucky ist mit einer Größe gegangen, der hat ja gesagt, was soll ich noch machen, ich habe da alles gemacht. Und ich habe doch so ein glückliches Leben gehabt. Ich konnte ein Leben lang machen, was mir Spaß macht, Musik. Und ich habe keinen Krieg erleben müssen. Der ist zufrieden gegangen. Und nur ich tat ihm leid, dass er mich alleine lassen muss. Diese 6 Wochen, die waren natürlich sehr, sehr intensiv auch. Ne? Und da habe ich das mit dem Friedhof in die Reihe gekriegt. Und Frau Ambrosius kam daher und hat also die Meter abgeschritten, weil ich sagte, der muss da hinten in die Mitte, unter die großen Bäume. Und sie sagte dann auf einmal, das gehört nicht zum Friedhof. Was? Linksfriedhof, Rechtsfriedhof, es ist noch nicht vermessen. Ich sage, wann? Frau Ambrosius, wann wird das vermessen? Und die kannte Traumzorbi immer ein Glücksschlüssel. Sie sagt, in den nächsten Tagen. Es wurde also vermessen. Es gibt da sicher noch viele Prominente, die dann auch hierher kommen, denn auch Friedhofsbeamte wollen sich verewigen. Und die würde auch eine Künstlerecke machen. Und dann sagt sie, und ihr Mann könnte hier in der Reihe der Erste sein. Mein Mann kommt nicht in die Reihe, der war nie in der Reihe, der kommt da in die Mitte. Mittellage. Deswegen auch die Mittellage. Ja, genau. Und dann sagte sie, wünschen Sie ein Doppelgrab? Du wirst so konfrontiert mit dieser Situation, dass es plötzlich was ganz Normales ist. Ne? Und du sagst, ja, wenn das geht. Und sagte sie, ach, geht doch nicht wegen der Wurzeln und die Büsche. Und das muss man jetzt beachten. Ja, wieso denn eigentlich? Ist doch ein Friedhof und nicht, also sind ja Büsche wichtiger, als die dann dort ihr Dasein noch fristen müssen, bis nichts mehr übrig ist. Und da sagt sie, ja, aber die Mittellage wäre wichtig. Und sie bot mir an, eine Urne. Ich sage, nehm die Urne, der kommt dahin. Und dann habe ich ja am Schluss, ich freue mich fast auf die Urne, weil dann weiß ich jetzt schon, dass ich da als Urne beigesetzt werde. Ja, und nun renne ich da immer hin. Gute Joggingstrecke oder fahre mit dem Rad. Und da ist so eine kleine Bank inzwischen, da haben Freunde, haben da eine Bank hingesetzt. Und dann haben sie noch Himbeeren drauf gemalt auf die Bank. Und da wusste ich, wer es war. Weil Lucky hat ja mal gesagt, auf seinem Grab sollen Himbeeren wachsen. Habe ich auch gemacht. Und die wachsen da auch? Ja. Und die kannst du pflücken und essen? Ja, mache ich. Wahnsinn. Mit ihm zusammen dann wahrscheinlich? Ja, und eine Flasche Bier stelle ich immer hin und die ist immer leer, wenn ich hinkomme. Aha. Na ja. Einmal war ein Betrüger da, der hat dann Wasser reingefüllt, das finde ich schoflich. Oh. Man kann die Flasche ja ruhig mitnehmen. Wenn ich von der Reise komme, kommt immer eine Flasche Bier und dann kann er mit Lucky zusammen Bier trinken. Ach ja. Und da du das jetzt schon so genau weißt, Moni, mit der Urne, du scheust dich nicht davor, vor dem Gedanken, dass auch für dich, so wie für mich auch und für alle Menschen irgendwann der Tod kommt. Ich scheue mich nicht davor, weil ich weiß, komm sowieso. Meine einzige Sorge ist, ich brauche den Tag, der 48 Stunden hat, weil ich habe noch so viel zu tun. Weißt du, ich habe noch so viele Pläne und ich bin auch noch so neugierig. Und wenn die dann sagen, die Straße ist dann so 20, 35 fertig, oh Scheiße, erlebe ich das noch, weißt du, dann hat man schon das Gefühl, man möge mir nur noch ein bisschen Zeit schenken. Ich möchte 100 werden. Ich habe auf 101 aufgestockt. Aha. Aber es kann genauso gut morgen zu Ende sein. Ich war ja schon mal tot in dem Sinne, dass ich wiederbelebt wurde. Und seitdem habe ich keine Angst. Vor dem Sterben an sich habe ich überhaupt keine Angst. Vielleicht vor dem Todsein. Weißt du, dass man dann hinterher denkt, man kann nichts mehr tun. Man sieht es ja vielleicht. Weißt du es? Weiß ich's? Ist noch Kinder wiedergekommen. Aber dieses Sterben an sich, das war sowas von angenehm. Und da kommen auch diese Engelsbilder her, dass man so auf einer Wolke liegt. Es tut dir nichts mehr weh. Du hast nicht mal mehr an dein Kind gedacht. Weißt du, was für mich, also die tägliche Sorge ist ja mein Kind. Deine 40-jährige Tochter. Ne? Mhm. Du fragst immer, wie geht's denn dir? Mhm. Ne? Das ist einem nicht egal. Aber da war alles egal. Und es störte nur, wie man dauernd meinen Namen rief und mir so ins Gesicht schlug. Das fand ich unverschämt. Und dann war ich wieder da und dachte, aha, es kann ja vielleicht schön sein. Mein Schöpfer möge noch ein bisschen warten. Ich habe noch so viel zu tun. Was du gerade beschrieben hast, ist genau der Ansatz, weswegen ich sage, Leute, schreibt
die Rede eures Lebens. Also sprich, denkt übers Leben nach. Schreibt ein paar Anekdoten auf. Denkt vielleicht darüber nach, was kann noch kommen? Was mache ich in meinem Leben noch? Was mache ich weiter? Was ändere ich möglicherweise in meinem Leben? Das ist ja genau diese Herangehensweise. Könntest du dir vorstellen, die eigene Rede zu schreiben, ganz bestimmt, aber auch aufzunehmen und bei deiner Abschiedsfeier abspielen zu lassen? Du, das ist eine tolle Idee. Also aufgeschrieben hätte ich es sowieso. Schon weil ich nicht will, dass sie alle traurig sind. Ich hätte sicher eine lustige Rede geschrieben, sodass sie auch dann hinterher also eine Totenfeier machen, ein Fest. Ja. Und nicht dann schwarz angezogen und heulend nach Hause gehen. Das will ich ja gar nicht. Aber dass man das abspielen lässt. Also du bist noch dabei. Dass ich gehört werde, ja. Ne, und das sagen kann. Ja. Und, oder auch gesehen. Ja. Beides ist möglich. Mhm. Ja, du, ich habe eine Freundin, die hat letztens ihren 75. Geburtstag gefeiert und da hat sie gesagt, es ist jetzt meine Beerdigung, denn die erlebe ich ja nicht mehr, die machen wir ja jetzt. Ne? Also das fand ich zwar sehr albern, aber sie hatte gar nicht so Unrecht, ne? Könnte man ja auch mal machen. Wir feiern jetzt mal meine Beerdigung, so, mal gucken, wer da kommt. Ne? Keine schlechte ja. Idee, oder? Und wer weiß, was die da alle erzählen, wäre ja auch interessant. Wenn du dann wirklich noch livehaftig dabei bist, dann ist das einfach nur ein Spaß, glaube ja, ich. Ja, das ist wahr. Aber ich habe noch nicht fertig gelebt, ich brauche noch eine Weile. Ich bin ja dabei, immer so Episoden, also Kurzgeschichten aufzuschreiben. Also ich schreibe nicht mein Leben auf, geboren dann und so dieses Übliche, sondern ich schreibe es auf in Form von Geschichten. So wie du gelesen hast, die Mittellage. Ja. Das ist ja auch beschrieben, wie ich Lucky begleite noch. Das gehört auch zu meinem Leben. Aber auch so frühere Geschichten auf Elba, wo wir jedes Jahr gewesen sind. Natürlich immer die Geschichten, die am Anfang sind, Kindheit okay und dann mit Lucky zusammen, 35 Jahre, dass man eher so lange halten kann, das kann man doch jedem wünschen, das ist doch sehr schön. Wenn man im Nachhinein raufguckt, ist es etwas, was einen befriedigt. Und mich hatte immer tolle Männer und das war, ich erzähle jetzt nicht welche. Mit Lucky diese 35 Jahre, das war schon eine intensive Zeit. Und jetzt habe ich inzwischen ganz andere Geschichten, die ich ja auch aufschreiben muss. Ich habe das erste Mal jetzt ein Erwachsenenprogramm geschrieben, wo ich erzähle über Lucky und mich. Und wo meine drei Mädels, die haben tolle Stimmen, die singen ganz fantastisch. Also das sind derartige Profis. Und wenn die dann Kinderlieder am Abend singen, da sind es auf einmal keine Kinderlieder mehr. Und das Publikum war begeistert. Es hat funktioniert. Ich weiß, dass es geht. Und jetzt kann ich anfangen, Theater anzufragen, ob man diese Erwachsenenshow, die heißt, wie machen wir denn das jetzt, Teller Komi? So ein geflügelter Spruch, ja. Das fragen wir uns immer, wenn irgendwas ist, auf der Bühne stehen wir, dann sagen meine Mädels, ach, wie machen wir das jetzt, Teller Komi? Weil das haben sie mit ihm zusammen erlebt. Die Mädels waren im Glasbiergeschäft, so nannte es Lucky immer, nach der Mucke. Also in der Kneipe. Im Hotel. So, ja. Und im Nebensaal war eine Hochzeit. Und einer von den Gästen hatte sich im Kopf gesetzt, dass Teller Komi da hingehen müsse und müsse dir was vorsingen, der Braut. Und Lucky sang aber grundsätzlich nur auf der Bühne. Und der hat so genervt. Und Lucky, der konnte ja auch sehr unhöflich sein. Und die Mädels hatten schon Angst, der rastet gleich völlig aus. Und haben dann die wieder weggeschickt. Und die kamen immer wieder um die Ecke. Und am Schluss kniete sie vor Lucky und hat gesagt, Teller Komi, wie machen wir denn das jetzt? Ne? Und da stand er auf. Es hat ihn doch imponiert, dieses Dranbleiben. Mhm. Und ging zu der Braut, um ihr wenigstens zu gratulieren. Sie kannte ihn nicht. Und deswegen ist der Spruch so herrlich. Herrlich, das stimmt. Wenn wir irgendwo unterwegs sind, wo parken wir denn jetzt? Ja, wie machen wir das jetzt, Herr Lakomi? Und so heißt das Stück deswegen. Das ist ja großartig. Und Moni, du brauchst ja dann wirklich die Zeit bis 101, weil was du alles noch so vorhast. Aber es ist gar nicht so nötig, noch was ganz Neues zu schreiben. Ich muss das, was ich schon geschrieben habe, auch zum Fliegen bringen. Mhm. Ich habe diese große Trilogie, die im Britischen Palast zur Eröffnung gelaufen ist. Wasserkristall, Regenbogen, Sonne. Ich habe daraus CDs gemacht. Ja, Alben sagt man ja immer, ne? Also drei Alben gemacht. Die sind auf der Bühne auch schon als Theaterstücke gelaufen, also in Rathen auf der Felsenbühne, das war toll, da haben die den Regenbogen 6 Spielzeiten lang gespielt. Aber ich muss die jetzt mal aufarbeiten, dass sie auch ein Kinder- und Jugendtheater spielen kann. Das ist so aktuell. Wem gehört das Wasser? Zweite ist Regenbogen. Solidarität, weißt du, wenn ein Land ausbricht, EU-mäßig, ja was dann? Dann ist es kein Regenbogen mehr. Und das dritte ist die Sonne, da wollen sich drei die Welt aufteilen. Super so aktuelle Themen. Ne? Und das muss ich jetzt mal an die Theater schicken. Oder auch Film. Ich wollte ja unbedingt Traumsuppe beim Film machen. Man kann eigentlich aus all diesen 15 Alben, die ich gemacht habe, das sind alles Filme oder Theaterstücke.
Da ist noch viel Luft nach oben, ne? Ja. Und was zu guter Letzt, Moni, erklingt auf deiner in gefühlten 30 Jahren Trauerfeier für Musik? Ein Song von Lucky? Ja, selbstverständlich, aber von den elektronischen Sachen. Also, der hat so schöne Elektronik gemacht. Und ansonsten bin ich ja so, weißt du, das ist mir jetzt fast peinlich zu sagen, aber diesen wunderbaren Titel von Edith Piaf, weißt du, dieses Ich bereue nichts, heißt der Titel, ja, ne? Allein die Stimme und dass man sagt am Ende, ich bereue nichts. Das ist einfach schön. Naja, und dann würde ich auch noch haben wollen, das weiß ich auch, der glücklichste Moment in meinem Leben oder sag mal der drei, als mein Kind geboren wurde. Und Lucky hatte mir von der Frankfurter Musikmesse ein ganz neuartiges Teil mitgebracht, das nannte sich Kassettenrekorder, weißt du? Ja, und das hatte ich dann auf dem Nachttisch und ich wachte morgens auf, ein gesundes Kind zur Welt gebracht, macht dieses Radio an und es kommt Morning Has Broken. Und das hat sich so bei mir auf der Festplatte für mich verinnerlicht. Das war das Erste, was ich hörte, als ich aufwachte, Morning Has Broken. Aber als ich nach Hause kam, war das dann sofort wieder seiner. Ja, andere kriegen Kettchen geschenkt oder Juwelen. Ich kriegte einen Kassettenrekorder. Den er sich selber gekauft hat, ja. Schwarz hören.